Nach einer Stunde und 55 Minuten schloss sich der Kreis. Serkan Ehren, der Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP, wurde als tausendstes Gesicht fotografiert. Auch er unterstützte das Vorhaben und das, obwohl die Einnahmen der Aktion in diesem Jahr an das Kinderhospiz in Stuttgart und nicht an STELP ging. Mit dem Foto danach stand es fest, Markus Schwarz hat mit am Ende sogar 1024 Porträtfotos innerhalb von 2 Stunden den bisherigen Weltrekord um 136 verbessert. Die Freude darüber war riesig. Ich bin am Ende, aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl, es hier in der Heimat geschafft zu haben, mit der Hilfe vom ganzen Team hier, von meinem Team, vom Hand-in-Hand-Spendenlauf-Team, von so vielen Läuferinnen und Läufern, groß, klein, alt, jung, jeder hat mitgemacht, jeder hat das Projekt unterstützt und vielen, vielen Dank. Integriert in den 7. Hand-in-Hand 12-Stunden-Spendenlauf fand der Weltrekordversuch bei bestem Wetter großen Anklang. 1772 Läufer gingen im Sportpark Leinfelden an den Start, auch das ein neuer Rekord. Und viele von ihnen nutzten eine kurze Verschnaufspause für einen Fotostopp. Die perfekte Bühne für das Team von Cornelia und Markus Schwarz. Es war der Hammer, es war unsere Veranstaltung, wir sind hier jedes Jahr dabei, dieses Mal ein Teil davon zu sein. Es hätte nicht besser laufen können. Große Ehre für uns. Das Team schwitzte 2 Stunden lang. Markus Schwarz hatte pro Bild maximal 7 Sekunden Zeit und lediglich einen Zeitpuffer von 3 Minuten. An Trinken war nicht zu denken. Bei über 30 Grad war das großer Sport und eine tolle Teamleistung. Es ist ein Mega-Gefühl und vor allem freue ich mich, dass wir es mit dem gleichen Team geschafft haben, mit dem wir es letztes Mal versucht haben. Und das Tollste von allem war, dass der Serkan, für den wir das letztes Mal gemacht haben, unsere Nummer 1000 war und der Fabi, für den wir das dieses Jahr gemacht haben, die Nummer 1. Super, das ist der Sinn und das ist unser Spirit, den wir einfach hier auch leben konnten. War genial. 1024 Gesichter. Hier stehen die Bürger zusammen und setzen ein Zeichen für Menschlichkeit. Und dann wurde auch noch Geld für das Kinderhospiz gesammelt. Viel besser geht es doch eigentlich gar nicht.